Du hörst täglich Andachten von Miriam Martin. Der Dienst, der durch den Heiligen Geist durch mich gebaut ist, soll dich als Nachfolger Jesu in die reine und ursprüngliche Lehre Jesu zurückführen. Melde auch du dich gern zu weiterführenden jeweiligen Kursen und Begleitungen der Schule des übernatürlichen Lebens an. Denn seht, ich will etwas Neues machen. Jetzt soll es aufsprossen. Könnt ihr es nicht erkennen? Ich mache einen Weg in der Wüste und gebe Wasserströme in der Einöde. Jesaja 43, Vers 9. Oh, geliebte Schwester, geliebter Bruder, sieh zu, dass du heute mit einer neuen Ordnung des Geistes vorankommst. Wir sollen nie da bleiben, wo wir waren. Das ist der neue Tag für uns alle, für dich und für mich. Auch all die, die schon mit dem Heiligen Geist getauft sind. Oh, dies ist auch ein neuer Tag für die. Denn der Geist ist eine unbegrenzte Kraftquelle. Er ist in keiner Weise unbeweglich und Gott hat keinen Platz für Menschen, die unbeweglich sind. Er will uns verändern. Er will uns bewegen. Er will Offenbarung durch uns geben. Der Mann, der das Feuer aufnimmt, die Wahrheit spricht und den Wachturm nicht verlässt, er ist ein Leuchtfeuer für alle Heiligen, denn er hat ein größeres Licht als das, das er natürlicherweise hätte. Er muss erkennen, dass Gottes Gnade, Gottes Leben und Gottes Geist millionenfach mächtiger sind als er. Gelobt ist dieser Mensch, denn Gott ist in ihm und will größer werden an jedem Tag. Wenn du im Heiligen Geist getauft bist, dann bist du in einer völlig neuen Ordnung, hineingetauft in eine Ordnung Gottes. Danach kannst du nicht mehr gewöhnlich sein. Du befindest dich auf einer außergewöhnlichen Ebene. Wir stimmen überein mit Gottes Denken und Fühlen. Man ist in jeder Weise mit seinen Idealen in Berührung gekommen. Wenn du Rhetorik beherrschen willst, findest du das in der Taufe des Geistes. Wenn du dich nach einer Berührung deines Sinnes sehnst, die deinen Körper bewegt, bis du weißt, dass du völlig erneuert bist, findest du das durch den Heiligen Geist. Ich spreche sehr viel über den Heiligen Geist in den letzten Tagen. Doch ich will, dass du weißt, Jesu muss immer an erster Stelle stehen. Jesu, unser Erlöser, durch den wir zum Vater kommen, den wir über alles lieben sollen. Wenn ich über den Heiligen Geist rede, geschieht das immer mit Bezug auf die Offenbarung Jesu. Der Heilige Geist ist nur der Offenbarer des mächtigen Christus, der alles für uns hat, sodass wir von keiner Schwäche wissen müssen. Der mächtige Christus, der uns eins macht mit dem Vater. Alle Begrenzungen sind weg. Und jetzt bist du dort, wohin Gott dich geführt hat. So schnell, wie er es für richtig hält. Das geht über jegliches menschliches Denken hinaus. Gelobt sei unser Vater. Ihm gebührt alle Ehre. Und in Gott ist nichts unbeweglich. Also strebe danach, selbst so beweglich wie möglich zu sein und jeden Tag weiter voranzukommen mit deiner Suche, mit einem Hunger, mit einem Durst, mehr zu empfangen von ihm. Lass uns gemeinsam beten. Gott Vater, im Namen Jesu, bekenne ich meine Liebe zu dir. Ich bekenne meine Dankbarkeit. Im Namen Jesus, denn du willst mich erneuern durch deinen Geist. Lass mich voranschreiten, mehr von deinem Geist verkörpern. Lass mich Feuer haben, welches dein Licht in diese Welt bringt. Gib mir Weisheit und Erkenntnis für die Offenbarung Jesu in dieser Welt. Im Namen Jesus, Yeshua HaMashiach. Amen.